Genug aufgeregt für heute. Na, 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 die Musik ist so cool. Deswegen höre ich die so gerne. Na, 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 na. Da und da und da und da. Und eine High Potion zum Mitnehmen, bitte. Danke. Und da und da und da nicht. Nein, okay, dann nicht. Geh weg hier. Da, 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 was hast du zu sagen? Bitte hindert ihn daran! Nein. Wir werden ihn tatkräftig unterstützen. Wen eigentlich? Ach ja, den Prinzen. Ich weiß gar nicht, wer der Prinz ist. Könnt ihr es erraten, Kinder? Wer ist der Prinz? Wie immer in diesen dämlichen Kindersendungen, die man sich als Kind natürlich anguckt, weil es Kindersendungen ist, sind, wo man gesagt bekommt, was ergibt drei Bananen plus drei Kirschen, Kinder? Kennt ihr die richtige Lösung? Genau, ein Obstsalat. Das ist total bescheuert. Da lang nicht, da lang nicht. Ey, wie jetzt? Umsonst hergekommen oder wie? Verarsche! Ich will mein Geld zurück! Moment, ich habe gar kein Geld ausgegeben dafür. Ich will trotzdem mein Geld zurück! Shuriken! Echte Ninjas haben Shuriken. Oh, fuck. Na, das freut mich doch, dass hier so viele Skelette sind. Ah, könnte ich mich den ganzen Tag drüber schlapplachen. Aber wir haben ja Rüdiger, unsere Geheimwaffe. Die bläst die jetzt alle weg. Und das Blasen soll man nicht falsch verstehen. Ich meinte pusten. So. Jetzt sind sie weggepustet. Und Rüdiger hat wieder mal den Tag gerettet. So, wir gehen trotzdem nochmal da lang, weil der Typ will sagen, der Prinz ist auf der Suche nach Rubisante. Ach Mensch, Rubisante, die alte Socke. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Was der wohl so treibt. Guten Freunden gibt man ja mal ein Küsschen, sei es ja so schön. Wir haben ja Rosa und Rüdiger dabei. Den alten Golbitz müssen wir auch nochmal finden. Damit wir Täler und andere rächen können. Verdammt nochmal! Ja, Tälerrecht spricht immer aus dem Reich der Toten zu unseren Freunden. Macht hin, Leute! Ihr sollt mich rächen, verdammt nochmal! Rosa ist eine Stufe aufgestiegen. Das ist doch feierlich, das ist doch feierlich, das ist doch feier, 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 feierlich. Potion hauen wir mal hier Rüdiger rein, die braucht nicht mehr, die hat's noch. Dann die High Potions. Hauen wir mal hier Cecile ein bisschen auf die Fresse und Rosa auf die Fresse und Kane auf die Fresse. Nee, Spaß. Die hauen die natürlich voll ins Gesicht. Also jetzt im übertragenen Sinne. Die Potions natürlich. Nichts Falsches denken, Kinder. Gewalt ist schlecht. Das macht man nicht. Zack, 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 zack. Attack, 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 Art Attack, Art Attack, Attack. Gelähmt. Und gefetzt. Töte sie! Jo, jo. High Potion passt uns prima. Perima. Parima. Was hast du zu sagen? Wenn der Prinz sich in etwas hineinsteigert, dann kann man ihn niemand aufhalten. Ach, wie? Warum? Ist das jetzt schon der richtige Weg oder was? Will ich ja gar nicht. Sehe ich ja gar nicht ein, dass ich jetzt hier schon den richtigen Weg gehe. Das ist ja mal hier, ein Hinterhalt ist das doch. Ich glaube, es geht los.
Ich hoffe, ich schaffe es, Final Fantasy 4 noch vor Weihnachten abzudrehen, aber ich denke, das wird kein Problem sein. Oh Mann, nur noch 10 Minuten Zeit, dann ist der Part vorbei. Und bis dahin muss ich das erreichen, was ich erreichen will. Wir müssen den Prinz noch retten, verdammte Kacke. Das hätte Till auch so gewollt. Den Taylor Lied Prinzenrolle. Und wie jeder weiß, wird Prinzenrolle aus echten Prinzen gemacht. Zu 100% reiner Naturprinz. Ist da drinne. Nichts anderes. Das weiß auch Dr. Taylor. Hau zu, Rosa, hau zu. Hallo, Rüdiger, geht's mal langsam los? Oder brauchst du noch? Nee, geht los. Hellenfeuer! Ach, das sieht immer wieder schön aus. Könnte ich mir den ganzen Tag angucken. Potion und High Potion bekommen. So, da will ich jetzt nochmal lang. Tatsächlich, ich bin schon den richtigen Weg gegangen. Ist ja auch eine Frechheit. Da komme ich wohl durch irgendeinen Geheimgang hin, aber da habe ich jetzt irgendwie keine Lust drauf. Nein! Feinde! Ach, nur ein paar lächerliche Fledermäuse. Die lächerlich auf Vampir einsetzen. Ist ja furchtbar, ist das. So ist das besser. Und ich gucke nachher nochmal, also nach der Aufnahme und nach dem Rendern, ob vielleicht sogar schon ein gutes Flash-Game rausgekommen ist. Oder vielleicht ein paar von den alten Flash-Games, die ich vorstellen kann, die natürlich auch Spaßfaktor bringen. Ach so, ich glaube, der Kraftstab übrigens, der versetzt die Gegner denn in Tobsucht, wenn man sie damit angreift. Ist mir aber Wayne, weil der reinhaut. Und zwar, das meine ich so, wie ich das sage. So, und jetzt lass uns mal hier vorbei, Goodstar. Lalala, lalala, lalala. Ach nö, nicht schon wieder. Na los, Rosa, Rüdiger, macht was. Hallo, Frauenpower, wo ist sie geblieben? Macht mal Action hier. Ja, es geht doch, es geht doch. So, einmal beschwören, einmal Ifrit zu mitnehmen und einmal auf alle. Verteidige dich. Scheiße, Kane, geh in Deckung! Oh, wie oft wollen die noch Vampir einsetzen? Cecil, du Arschkriecher, du auch in Deckung gehen! Höllenfeuer! Alle tot, 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 tot, tot. Alle tot! Eine Schatzkiste, ich will die Schatzkiste, ich will die Schatzkiste. Ach, die Gerippe kriegen wir auch so kaputt. Ja, das ist ja schon mal toll funktioniert. Vorführeffekt und so. Geh tot! Oder auch nicht. Nein, ernsthaft! Geh tot! Zack, 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 zack. Ich glaube, in der Woche schaffe ich es nicht mehr, so viele Gegner einzunehmen. Nein, so viele Folgen von Let's Play Final Fantasy 4 aufzunehmen, weil ich ja auch noch arbeiten muss und noch viele andere Sachen zu tun habe.
Und das Rendern und das Hochladen auch eine ganze Weile dauert. Zumindest bis 1.11., dann kriegen wir nämlich einen besseren Internetanschluss. Ja! Und Weihnachten kaufe ich mir einen neuen, besseren, leistungsfähigeren Computer, damit die Let's Plays auch ruckel- und störfrei laufen. Ja! Das wird toll! Hoffe ich doch sehr. Spinnenfaden. Silberne Sanduhr. Phönixfeder. Phönixfeder. Vor allen Dingen, wer sammelt Spinnenfaden? Das ist total unlogisch. Da rein, da rein, da rein, da rein. Ich weiß nicht, wie der da hinkommt. Verklagt mich doch! Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Ach komm, weißt du, hier mach ich mal ein Titan. Manchmal einen ganz Titan rufe ich jetzt mal. Ja, und vorher haut Rüdiger Rosa noch zu. Geier's Wut! Da hast es! Sie ist eine Stufe aufgestiegen. Da ist ein Raum, da gehen wir rein und da kann man ein Zelt aufschlagen und das machen wir auch gleich. Kurz vor dem Ende nochmal schön hier entspannen. So, jetzt gibt es ein... Wir haben ja noch so viele Zelte. Kann ich gar nicht alle verbrauchen, weil ich noch so viele Hütten habe. Na gut, erstmal pennen und dann wieder aufwachen. Allzeit bereit! Ich sag das trotzdem, ob es da steht oder nicht, ist mir Wayne. Ach Mensch, kommt mir ja alles mächtig bekannt vor hier. Die Goldnadel haben wir gefunden. Die war den Weg natürlich voll wert. Da finden wir, was wir suchen. Sobald wir die Gegner losgeworden sind. Beschwören, Drachen, töten! Warte, war das Drachen auf Fledermäuse oder Drachen auf Skelette? Ich weiß es nicht mehr! Nebelodem! Ist doch auch egal. Ne, es war Feuer auf Fledermäuse und Nebelodem auf Skelette. Genau. Da! Rubisante, endlich! Sollte ich dich etwa kennen? Ich bin Edge, Prinz von Eblan. Eblan, ich glaube nicht, dass ich diesen Namen kenne. Das macht gar nichts, weil du sowieso dem Untergang geweiht bist. Zack, zack. Flame! Das hat irgendwie nichts gehört. Welche Armseele jetzt trinkst? So wird es gemacht. Feuerwirbel! Ah! Edge, du Vollidiot! Ah! Sehr posant. Trainiere weiter. Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen. Oh Mann. Was für ein fieses Arschloch. Heilung! Komm zurück! Ah, Mist. Geht es dir gut? Ich fasse es nicht. Ich habe verloren. Und wer seid ihr alle? Wir sind auch in der Rubisante, Herr. Mischt euch bloß nicht ein. Er gehört mir. Du scheinst nicht zu wissen, mit wem er es zu tun hat. Er ist einer der vier Elementarfürsten. Ha, du denkst, ich bin nur ein Jammerlappen von einem Prinzen. Ah, das ist der Prinz, okay. Ich bin der rechtmäßige Erbe des Throns von Eblan, das seit Generationen für seinen Ninjutsu bekannt ist. Naruto, wah! Geht, ich kann auf mich selber aufpassen. Hör doch auf! Taylor, Young, Sid, alle sind sie weg. Bitte nicht noch mehr. Hey. Rüdiger. Rubisante ist der stärkste der vier Fürsten. Unsere Chancen stehen schlecht. Aber wir müssen die Kristalle zurückgewinnen. Ich werde dir ein Geheimnis verraten. Ich kann einem hübschen Mädchen nicht weinen sehen. Er hat ein ganz schön großes Mundwerk. Rosa, hilf ihm. Peter! Ja.
ihr Schwesterheilungszauber. Und er steht sofort wieder. Danke, zwei reizende Mädels. Vielleicht wird das ja doch nicht so schlimm. Also gut, auf geht's. Mensch, ich bin mir bei ihm nicht so sicher. Der Ninja Edge hat sich der Gruppe angeschlossen. Oh, scheiße. Tschüss.